Hallo Leute, Takeo hier. In Guild Wars 2 End of Dragons können Elementarmagier zu Katalysierer werden, die ihre mächtige Magie nicht nur durch ihre neue Waffe den Hammer kanalisieren können, sondern sie nutzen auch noch die technologischen Jadesphären aus Kanta, um ihre Elementarmagie zu verstärken. Werfen wir als erstes einen Blick auf die neuen Hammerfertigkeiten in allen vier Elementareinstimmungen. In Feuer haben wir den sengenden Schlag als Auto-Attack, ein einzelner Angriff auf einer mittleren Distanz von 600 Punkten, welcher auch für 4 Dreiviertelsekunden Brennen verursacht. Aufbrausende Flammen ist dem sengenden Schlag nicht unähnlich, trifft aber dafür bis zu 5 Gegner und verursacht für 14 Sekunden Brennen. Dann kommen wir zur dritten Fertigkeit des Hammers. Die Basis dieser Fertigkeit ist jetzt auch in allen Einstimmungen gleich. Das heißt, es wird für 5 Sekunden ein kreisendes Projektil mit dem Element der aktuellen Einstimmung beschworen, welches dann einen besonderen Effekt hat und anschließend kann die Fertigkeit erneut eingesetzt werden, um alle aktiven Projektile auf den Gegner zu verschießen. Wechselt man nämlich schnell zwischen den Einstimmungen durch, dann kann man pro Einstimmung ein kreisendes Projektil erzeugen, da sich die 5 Sekunden Dauer der Projektile wieder zurücksetzt, sobald ein neues erzeugt wird. Beim Flammenrad hier in der Feuereinstimmung verursacht das Projektil dann bei Kontakt mit einem Gegner für 4 Sekunden Brennen und solange es aktiv ist, wird der Schlag- und Zustandsschaden der Katalysierer um 5% verstärkt. Verschießt man das Feuerprojektil, so wird Schaden und 2 Stacks an Brennen beim Gegner verursacht. Dreifaches Versengen lässt den Boden an 3 Punkten um das Ziel herum aufbrechen und verursacht auch wieder Schaden und pro Treffer auch 1 Stack Brennen für 6¼ Sekunden. Und durch das feurige Ende auf 5 schlagen die Katalysierer ihren Hammer auf den Boden, wodurch an bis zu 5 Gegnern Schaden verursacht wird und für jedes brennende Ziel bekommen die Katalysierer 2 Stapel Macht für 18¾ Sekunden und einmal Wut für 3½ Sekunden. Dieser Angriff dient auch als Kombo-Abschluss Explosion und wird für das Zusammenspiel späterer Fertigkeiten noch sehr wichtig sein. In der Wassereinstimmung ist der Auto-Attack auf 1 eine kleine Kette von 3 Nahkampfangriffen, wobei die ersten 2 Treffer nur Schaden verursachen und der dritte Treffer an bis zu 5 Gegnern für 2 Sekunden Kühle verursacht. Der Prügelregen auf Nummer 2 ist ein Angriff mit 4 Treffern auf den Gegner, wobei beim letzten Treffer auch für 4 Sekunden Kühle verursacht wird. Auf 3 haben wir dann in der Wassereinstimmung Eiswinde und das bereits erwähnte kreisende Projektil verursacht dann in dieser Einstimmung für 13½ Sekunden Verwundbarkeit bei Kontakt mit einem Gegner und verringert, solange es aktiv ist, den erlittenen Zustandsschaden der Katalysierer um 5%. Beim Abfeuern durch das große Finale werden dann sogar 6 Stapel Verwundbarkeit beim Gegner erzeugt. Skill Nummer 4, die krachende Fontäne, ist ein Sprungschlag auf bis zu 5 Ziele und pro getroffenem Ziel erhalten die Katalysierer Heilung. Dieser Skill dient dann auch als Kombo-Abschluss Sprung. Und mit dem reinigenden Taifun auf Nummer 5 können mit einem Rundumschlag bis zu 3 Gegner in der Nähe getroffen werden und pro Treffer wird dann ein Zustand der Katalysierer entfernt. In der Lufteinstimmung haben wir dann den Windkracher als Auto-Attack, wieder ein Angriff jetzt mit mittlerer Reichweite, welcher auch keinen zusätzlichen Effekt besitzt. Auf 2 können die Katalysierer dann durch Hurricane der Schmerzen einen kleinen Hurricane am Zielort für 3 Sekunden kanalisieren, welcher insgesamt 9 Treffer verursacht und dabei pro Treffer einmal Verwundbarkeit auf dem Gegner stapelt. Mit sichelförmiger Wind auf 3 wird dann das entsprechende Luftprojektil erzeugt, welches 5 Sekunden lang die Katalysierer mit einer 7%igen erhöhten kritischen Trefferchance bufft und Gegner bei Kontakt 2¾ Sekunden mit Schwäche belegt. Beim Verschießen des Projektils wird dann für 6¾ Sekunden Schwäche verteilt. Skill Nummer 4 ist der Windsturm, welcher bis zu 5 Feinde für 2 Sekunden niederschlägt und dabei auch die Katalysierer etwas zurückschiebt. Und durch die Stoßentladung auf 5 wird dann ein kleiner durchbohrender Blitz in ein Gebiet abgefeuert, welcher explodiert, Schaden verursacht und bis zu 5 Gegner für 1½ Sekunden betäubt. Und dann sind wir auch schon in der Erdeinstimmung angekommen.
Hier sind die Attacken wieder auf den Nahkampf ausgerichtet und mit dem Steinschlag können die Katalysierer einen Steinkreis um sich erzeugen, welcher die Gegner auch lediglich verletzt. Als zweite Fertigkeit wirbelnde Steine umschließen dann Erddornen den Hammerkopf, woraufhin sich die Katalysierer im Kreis drehen und 5-mal Schaden sowie jeweils 1-mal Blutung bei umstehenden Gegnern verursachen. Die felsige Schleife ist dann das Erdprojektil, welche den eingehenden Schlagschaden um 5% reduziert, solange es aktiv ist und auch ansonsten 11 Sekunden Blutung verursacht, wenn es einen Gegner trifft. Wird es abgefeuert, dann werden auch für 6 Sekunden 4 Stapel Blutung auf dem Gegner erzeugt. Mit unumstößlicher Stein auf Nummer 4 können Katalysierer für 1,5 Sekunden Angriffe blocken und je nach Einstimmung bekommt sie dann entsprechend eine Feuer-, Frost-, Schock- oder Magnetaura. Und mit dem Bodenstampfer auf 5 wird dann der Hammer mit solch einer Wucht auf den Boden geschleudert, dass Feinde für 4 Sekunden immobilisiert werden und für 13 3/4 Sekunden 5 Stapel an Blutung bekommen. Währenddessen ist diese Fertigkeit auch wieder ein praktischer Explosionskombo-Abschluss. Damit haben wir dann alle 20 neuen Angriffsfertigkeiten mit dem Hammer gesehen und können einmal zu den neuen Hilfsfertigkeiten vom Typ Verstärker gehen. Die neue Heilfertigkeit Beruhigendes Wasser pulsiert 5-mal und verleiht mit jedem Puls Heilung. Wird diese Fertigkeit dann in der Reichweite einer Wassersphäre eingesetzt, so wird mit jedem Puls auch ein Zustand entfernt. Verstärkte Erde blockt 3 Sekunden lang Angriffe und wenn diese Fertigkeit in der Nähe der Erdsphäre eingesetzt wird, so bekommen die Katalysierer auch noch 3061 Punkte Barriere. Mit belebende Luft wird 5 Sekunden lang die Ausdauerregeneration um 100% erhöht und in der Nähe der Luftsphäre bekommen die Katalysierer sogar 5 Sekunden lang Supergeschwindigkeit. Zerschmetterndes Eis gewährt jedem erfolgreichen Angriff einen weiteren Treffer gegen Feinde in der Nähe und sollte dieser zusätzliche Treffer landen, während man sich auch in der Nähe einer Wassersphäre befindet, so fügt dieser für eine 3/4 Sekunde Kühle hinzu. Und mit unerbitterliches Feuer wird für 5 Sekunden lang der komplette Schaden um 15% erhöht, während in der Nähe der Feuersphäre sogar die Angriffe unblockbar werden. Die neue Elite-Fertigkeit Elementarflinkheit ist ein 8-sekündiger Buff, der mit jedem Schlag die Abklingzeit der Waffenfertigkeiten um 1 Sekunde verringert. Und je nach Sphäreneinstimmung gibt es sogar zusätzliche Segen, wenn diese Fertigkeit aktiv wird. Feuer verleiht 5 Stapel Macht, Wasser gibt Elan, mit Luft bekommt ihr Wut und Erde ist wie immer defensiv und verleiht euch Schutz. Da wir uns jetzt einmal die ganzen Fertigkeiten der Katalysierer angeschaut haben, können wir nun auch einmal einen Blick auf die Jadesphäre in ihren unterschiedlichen Einstimmungen werfen. Im Kampf wird pro Angriff Energie für die Jadesphären aufgeladen und sobald diese auf das Maximum von 30 gefüllt ist, können die Jadesphären als AOE-Angriff eingesetzt werden, die je nach Einstimmung auch ein anderes Tierwesen projizieren. Zudem wird auch entsprechend der Einstimmung ein Kombofeld dieses Typs erzeugt, damit die Katalysierer auch ihre Komboabschlüsse nutzen können, um Bonuseffekte durch die Jadesphären zu bekommen. In der Feuereinstimmung erschafft die Jadesphäre ein Abbild eines Phönix am Zielort und natürlich damit auch ein Kombofeld vom Typ Feuer. Damit wird pro Sekunde 2 Energie von der Jadesphäre abgezogen und pro Sekunde wird Schaden verursacht und ein Stapel Macht verliehen. In der Wassereinstimmung wird das Abbild eines Kirins projiziert und ein Kombofeld vom Typ Wasser erstellt. Auch hier wird sekündlich 2 Energie der Jadesphäre abgezogen, woraufhin pro Sekunde Schaden verursacht und Entschlossenheit für 2 Sekunden verteilt wird. Die Blitz-Jadesphäre zeigt dann einen kantanischen Drachen, während die Jadesphäre wieder Schaden verursacht und auch wieder pro Sekunde 2 Sekunden Schnelligkeit gewährt. Und in der Erdform sehen wir eine Schildkröte, welche ein Gift-Kombofeld erzeugt, Schaden verursacht und auch in sekündlichen Intervallen 2 Sekunden Schutz verteilt. Dann fehlt jetzt zu guter Letzt auch nur noch der Blick auf die Eigenschaften. Mit der Hammerkenntnis können die Katalysierer selbstverständlich den Hammer als neue Waffe nutzen.
Durch Tiefe der Elemente lädt man nun mit Angriffen Elementarenergie für die Jadesphäre auf und bekommt Zugriff auf die Verstärker-Hilfsfertigkeiten. Stahlharte Auren verringern den Schaden 6 Sekunden lang um 2%, wenn die Katalysierer sich mit einer Aura buffen, zudem lässt sich dieser Buff auch bis zu 5-mal stapeln. Bösartige Ermächtigung verleiht 2-mal für 15 Sekunden den speziellen Segen Elementarermächtigung, welcher alle Werte um 2% erhöht und maximal 10-mal gestapelt werden kann und auch noch 2 Stapel macht, wenn ein Gegner kampf- oder bewegungsunfähig gemacht wird. Mit energetisierte Elemente erhalten die Katalysierer Wut, wenn sie die Einstimmungen wechseln, und sollten sie sich im Kampf befinden, gibt es auch 2 Energie für die Jadesphäre dazu. Elementarermächtigung verleiht euch dann im Kampf automatisch 3 Stapel Elementarermächtigung, wodurch für 15 Sekunden alle Werte um 3% erhöht werden. Stärkende Auren verleiht dann ebenfalls nochmal den einzigartigen Buff Stärkende Auren, die den Schlag- und Zustandsschaden für 6 Sekunden um 2% erhöhen, wenn die Katalysierer eine Aura erzeugen. Dieser Segen lässt sich dann auch maximal 5-mal stapeln. Mit ausweichender Ermächtigung gibt es 2-mal Elementarermächtigung und 4 Sekunden lang Elan, wenn einem Angriff ausgewichen wird. Eindrucksvolle Sphäre verstärkt den Effekt der Jadesphären und verleiht nun zusätzliche Segen je nach Einstimmung. Es gibt 5 Stapel Macht in Feuer, Wut in Luft, Elan in Wasser und Widerstand in Erde. Durch elementarer Inbegriff wird eine Aura der aktiven Einstimmung erzeugt, wenn eine Combo mit einem Skill durchgeführt wird. Zudem gibt es auch 1-mal Elementarermächtigung, wenn eine Aura erhalten wurde. Zuverlässige Auren verleihen 4 Sekunden lang Stabilität, wenn eine Aura erzeugt wurde. Gestärkte Ermächtigung verstärkt die Wirksamkeit von Elementarermächtigung um 100%, wenn der maximale Stapel von 10 erreicht wurde. Und durch Sphärenspezialist ist die Dauer der Segen durch die Jadesphären um 50% erhöht. Hier ist als Fazit zu sagen, dass ArenaNet durch die Katalysierer, glaube ich, auch genau das Ziel verfolgt hat, das wir bei unserer Spekulation auch im Sinn hatten, nämlich das Herunterschrauben der Komplexität und das Verbessern der Überlebensfähigkeit der Elementarmagier. Die Hammerfertigkeiten funktionieren nach einem Prinzip, sodass man mit den offensiven Feuer- und Luftangriffen auf mittlerer Distanz Schaden austeilen kann, während die defensiven Wasser- und Erdangriffe eher im Nahkampf genutzt werden können, um in Kombination mit den entsprechenden Jadesphären auch die Combo-Abschlüsse zu erzeugen und dadurch auch von den ganzen Boni durch die Auren und den entsprechenden Buffs der Eigenschaften profitieren zu können. Die Mechanik des Skills auf Nummer 3 ist zudem in jeder Einstimmung gleich, das heißt, man weiß auch immer ganz genau, was man mit dieser Fertigkeit macht. Zudem hat ArenaNet diese auch angepasst und das Projektil kreist jetzt näher und schneller um die Katalysierer. Die Mechanik mit den Jadesphären ist auch nicht weiter komplex und die ganzen Verstärker-Hilfsfertigkeiten geben im Prinzip auf Knopfdruck einfach einen sehr praktischen, aber auch sehr starken passiven Effekt. ArenaNet hat jetzt auch kleine Anpassungen vorgenommen. Zum einen kann jetzt pro Einstimmung jeweils eine Jadesphäre erzeugt werden. Das war während der ersten Beta noch nicht so, da konnte nur eine Jadesphäre erzeugt werden. Und wenn man die Einstimmung gewechselt hat, hat sich halt auch der Typ entsprechend mit verändert. Aber jetzt, durch die einzelnen Sphären, kann man natürlich mehrere Felder erstellen und auch von den zusätzlichen Effekten der Hilfsfertigkeiten profitieren. Diese wurden ebenfalls angepasst und jetzt gibt es immer den vorher genannten Bonuseffekt automatisch. Sollten sie sich aber in der Nähe der Jadesphäre befinden, so verringert sich jetzt einfach die Cooldown für die eingesetzte Verstärker-Hilfsfertigkeit. Das heißt, letzten Endes bringt die Elite-Spezialisierung nicht so viel Neues für Elementarmagier mit, aber wenn man dann doch einen etwas robusteren Auramancer spielen und Gegner mit dem Hammer verdreschen möchte, dann sind die Katalysierer natürlich eine gute Wahl. Das wäre es auch soweit wieder gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.